Hi, Simon von Games and Tables wieder hier und mit dem RZ2A-Flügler schließen wir die zweite Welle der zweiten Edition von X-Wing auch schon wieder ab mit unseren Trickkisten. Eine recht kleine Welle, was Schiffe betrifft. Es ist halt das Conversion Kit für First Order und für den Widerstand gekommen, also jede Menge neue Sachen, aber wir wollen halt nur die Schiffe vorstellen, die auch als Modell neu rausgekommen ist und nicht zu sehr auf die Conversion Kits eingehen. Daher stelle ich jetzt hier als letztes Schiff der zweiten Welle den RZ2A-Flügler vor und dann freuen wir uns schon auf die nächste Welle mit zwei vollkommen neuen Fraktionen. Und ja, wir nähern uns ja auch schon der Folge 100. Das wird auch schon sehr bald sein. Insofern erstmal hier noch zum RZ2A-Flügler des Widerstands. Ähnlich wie beim Minenteil hier nur zwei generische und vier namhafte Piloten. Das Ganze wird also etwas überschaubarer. Und wir springen auch direkt rein. Fangen an mit dem Rekrut der blauen Staffel. I1. Eine riesige Aktionsleiste, wie ihr da sehen könnt. Und ein zweier Angriff mit einem Turmsymbol. Dreier Wendigkeit, zwei Schilde, zwei Hülle. Das Ganze also im Grunde ein normales Arwing-Profil, wie man den Arwing von den Rebellen kennt. Allerdings mit der Veränderung, dass er jetzt eine Turmwaffe hat. Diese Turmwaffe kann aber nicht in jede Richtung drehen und das wird in den optimierten Gyrostabilisatoren erklärt, der Schiffssonderregel. Er darf seinen Turmanzeiger nur auf den vorderen oder den hinteren Winkel rotieren. Und zusätzlich hat er, nachdem er eine Aktion durchgeführt hat, darf der Arwing eine rote Boost- oder eine rote Feuerwinkeldrehen-Aktion durchführen. Also wirklich die Erweiterung des normalen Arwing. Der hat ja auch schon gehabt, nach einer Aktion kann er einen Boost durchführen. Dieser kann jetzt auch als Zusatzaktion seinen Winkel drehen. Er kann es sogar nur als gekoppelte Linked Action machen. Keine andere Möglichkeit, den Winkel zu drehen und dieser Winkel darf nur nach vorne oder nach hinten sein. Der Arwing hat keine andere Bewaffnung an sich, also er hat einen Raketenslot, da komme ich gleich drauf zu, aber er hat keinen vorderen Feuerwinkel per se. Er hat wirklich nur diese Turret, das heißt, wenn man die nach hinten dreht, kann er nicht nach vorne schießen. Das macht den Arwing interessant zu fliegen, möchte ich sagen. Man kann natürlich vorne stehen lassen den Winkel und fliegt ihn wie einen herkömmlichen Arwing. Man kann den aber dann auch situativ, wenn man im Disengage ist, nach hinten drehen. Allerdings kostet das Drehen des Winkels halt immer Stress, da es als Linked Action rot ist. Ansonsten ist die Aktionsleiste sehr komplex, weil wir Fokus, Ausweichen, Zielerfassung, Fassrolle und Boost haben. Also jede Menge witzige Sachen zur Verfügung. INI 1 der kleinste, kein Elite-Slot, aber Tech und Rakete. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die man da ausrüsten kann, wenn man die Punkte für einsetzen möchte. Allerdings würde ich hier wirklich beim Arwing sagen, ja, da kann es sich dann durchaus lohnen. Kurz noch zu den Punktkosten. Der kleinste kostet 32 Punkte. Etwas mehr als ein Teil, also so nochmal die Hälfte draufgelegt ungefähr. Aber ist auch gerechtfertigt, hat halt ein Bombermanöverrad, auf das ich gleich eingehen werde. Sehr viel Aktion zur Verfügung und halt die Möglichkeit auch nach hinten schießen zu können, wenn man es entsprechend einstellt. Das Manöverrad, von dem schon gerade gesprochen, ist auch einfach eine Erweiterung des normalen A-Wings. Also wir haben die 1er Ecken, sonst keine 1er Manöver, wie es sich für eher schnelle, wendige Schiffe halt gehört. Also der TIE Fighter hat es, TIE Interceptor und so weiter. Diese ganzen High-Speed, hohe Wendigkeit, wenig Lebenspunktschiffe haben eigentlich so ein Manöverrad. Die komplette 2er-Riege ist blau, also einschließlich 2er Ecken, 3er Senior Sloops und 5er Koyogran-Wände. Das hat sich verändert, definitiv hier. Ich weiß nicht, ob der Rebellen-Arwing jetzt auch, ich glaube, der hat auch Senior Sloops dazu bekommen, aber in der ersten Edition gab es noch keine Senior Sloops auf dem Arwing. Also das hier definitiv hinzugekommen und hier dann auch 3er Banks in blau, zusätzlich zum 3er Bank geradeaus. Und alles bis 5 Grad aus ebenfalls blau. Also ich glaube, das ist das Schiff mit den meisten blauen Manövern bisher. Hat auf jeden Fall jede Menge, 10 Stück. Damit wird man den Stress auch sehr, sehr schnell wieder los. Und gepaart mit der Ecke kann man halt trotzdem ziemlich scharfe Kurven halt fliegen mit der Zweiecke und den Stress dabei loswerden. Also ein sehr starkes Manöverrad für ein Schiff, das halt wirklich eine sehr, sehr starke Flankerrolle einnehmen kann. Sehr agil ist, immer dahin kommen kann, wo man ihn haben möchte. Aber es ist ein zweier Angriff. Das zieht den Arwing doch dann ziemlich runter im offensiven Potenzial. Deshalb ist aber auch sind die Punktkosten entsprechend gering. Also mit 32 Punkten ist er tatsächlich für einen Flanker verdammt günstig. Dieser zweier Angriff ist aber halt auch nicht wirklich bedrohlich. Also wenn ich jetzt da die Wahl habe, mich einem Arwing zuzuwenden oder zwei X-Wing, ja tut mir leid, die beiden X-Wing sind dann eher mein Ziel.
Trotzdem muss ich sagen, dass der A-Wing halt so eine gewisse Schlachtfeldrolle auch ausfüllt. Und dann eher als Missile Boat, wie man sagen würde. Ich habe mir zwei Raketen herausgelegt. So viele gibt es ja noch nicht, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Zwei sind aber definitiv geeignet beim A-Wing. Die eine, finde ich sehr offensichtlich, sind Protonenraketen. Fünf Würfelangriff, Reichweite 1 bis 2 im Bullseye-Feuerwinkel für 7 Punkte. Teuer, aber es ist ein 5-Würfelangriff. Allerdings auch nur einmal im Spiel. Man braucht jedoch auch nur einen Fokus zum Feuern. Das heißt, der A-Wing kann mit Fokus plus Linked Action Boost fliegen und kann dann situativ entscheiden, okay, jetzt ist er im Bullseye, ich nehme die Protonenraketen und wenn nicht, haben wir den Fokus zur Not defensiv oder für einen normalen Schuss in der Offensive. Ist also da einigermaßen flexibel. Das andere, was ich hier beim A-Wing definitiv sehen würde, gerade bei den kleineren, sind tatsächlich Lenkraketen. Lenkraketen kosten mit 3 Punkten nicht wirklich viel. Ist ein 4er Angriff auf Reichweite 2 bis 3, zweimal im Spiel. Aber man braucht eine Zielerfassung, das ist jetzt erstmal nicht allzu dramatisch. A-Wing hat eine zur Verfügung. Der Punkt ist, der Gegner kann sich entscheiden, bevor Würfel geworfen werden, stattdessen lieber einen Treffer einfach direkt zu erleiden und den kompletten Angriff damit abzubrechen. Bedeutet allerdings, dass man garantiert einen Schaden durchbringt. Oder man wirft seinen 4-Würfel-Angriff, der gegen manche Ziele halt auch mehr Schaden machen kann. Also Ziele, die nur eine Wendigkeit haben, sagen sich dann eher, ja, ich nehme den einen Schaden, den muss ich halt hinnehmen, aber 4 Würfel sind dann doch zu viel. Schiffe mit 3er-Wendigkeit sind schon eher am Überlegen, ein Schaden kriegen kann schon auch einfach mal ein Viertel meiner Lebenspunkte sein. Das ist eventuell auch einfach viel zu viel. Also möchte ich es lieber auf die Würfelwürfe drauf ankommen lassen. Und da 3 Punkte zu bezahlen und das zweimal Spiel zu haben, finde ich dann doch eine enorme Sache. Zumal der Blue Squadron damit gerade mal 35 Punkte kostet. Gehen wir zum zweiten Piloten, dem Elite-Pilot der grünen Staffel, Inistep 3. Und zusätzlich zu den gerade erklärten Slots Rakete und Technik hat er 2 Elite-Slots. Das ist so die Besonderheit der A-Wings, es sind halt irgendwie die Elite-Piloten der Rebellen, könnte man sagen. Deshalb haben sie gleich 2 Elite-Talente zur Verfügung, um entsprechend ihre eigenen Fähigkeitskombinationen sich zu bauen, könnte man sagen. Der kostet 34 Punkte und sagen wir jetzt erstmal, wir bleiben bei den Lenkraketen so bei 37 Punkten. Und hier würde ich empfehlen, heroisch, das ist das Upgrade für den Widerstand, 1 Punkt als Elite-Talent. Und man darf bei jedem Angriff und jeder Verteidigung, wenn man 2 oder mehr Leerseiten würfelt und alles Leerseiten sind, alle neu würfeln. Jetzt habe ich es, glaube ich, komplizierter ausgedrückt, als auf der Karte steht. Also wenn man mindestens 2 Würfel wirft, das ist die eine Bedingung, und alles Leerseiten sind, dann darf man alle Würfel einmal neu würfeln. Das mindestens 2 Würfel ist entscheidend. Sonst wäre es relativ leicht, das mit auch Einwürfelschiffen zu nutzen, denn da hat man öfter mal eine Leerseite. Aber dadurch, dass man 2 Leerseiten braucht, passiert es nicht ganz so häufig und deshalb ist auch der eine Punkt gerechtfertigt und nicht zu teuer oder zu günstig. In unseren Testspielen ist es jetzt noch nicht so oft vorgekommen und wenn es dann vorkommt, dann freut man sich riesig, weil hey, es hat sich endlich gelohnt. Aber man hat halt nicht so richtig die Wahl, wann dieser Reroll kommt. Und wenn man dann halt keinen Fokus hat und sagt, ey, mit 2 Blanks könnte ich wenigstens Reroll, vielleicht habe ich dann Evade und dann kommt halt Blank Auge, ist ärgerlich. Warum ich das beim A-Wing trotzdem gut finde, ist, er hat in der Basis einen 2er Angriff, also das Minimum, was für diese Bedingung erforderlich ist und da ist halt die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, alles Leerseiten zu würfeln, im Verhältnis zu 3er Angriffen oder sogar 4er Angriffen auf Range 1 bei den X-Wing. 3er Wendigkeit hingegen, sagt wieder, in der Defensive wird das nicht ganz so häufig nutzen, aber für einen Punkt und er hat 2 Slots kann man es durchaus mal ausrüsten. Wir wären dann mit der Konstruktion mit Lenkraketen beim Elite-Pilot der Grünstaffel bei 38 Punkten. Für 2 Punkte gibt es Jagdinstinkte. Wenn der Gegner im Bullseye-Vollwinkel ist, darf man einen Würfel wiederholen. Das ist mit Heroisch zusammen zwar jetzt nicht die Mega-Synergie, weil beides einem Rewards gibt, aber der eine ist im Bullseye-Vollwinkel ein garantierter Reroll und hat man beides Leerseiten, kann man lieber Heroisch neu würfeln. Also man hat ein paar Optionen und mehr Situationen abgedeckt, wo man entsprechend Rerolls bekommt. Die andere Sache ist, das sind halt mit die günstigsten Elite-Slots, die ich sehe. Klar, Trickschuss kann man auch prinzipiell immer nehmen, aber beim A-Wing, ich glaube nicht, dass er so häufig durch Hindernisse schießen wird, weswegen ich lieber zu anderen Sachen ausweichen würde. Würde man Jagdinstinkte mit drauf packen, wären wir bei 40 Punkten. Und 40 Punkte heißt, man kann das 5-mal spielen bei einer 200-Punkte-Liste. Und jetzt zurück auf die Lenkraketen. Wenn wir 5 Lenkraketen im Spiel haben,
die Armings aus diversen Winkeln auf den Gegner zufliegen und alle Zielerfassungen auf das gleiche Ziel nehmen, bedeutet, dass dieses Ziel kriegt in der Runde, wenn nicht vorher ein Arming zerschossen wird, 5 Schaden, auf jeden Fall. Oder er lässt sich auf Würfelei ein, wo es entweder mehr Schaden sein kann oder je nach Pech auch weniger. Ich finde es an sich dadurch schon ziemlich cool, da man halt diverse Elite-Piloten wie einen Fenrau, einen Zuntier-Fell oder auch ein Phantom in einer Runde knacken kann, ohne sich gegen diese riesigen Verteidigungsmodifikationsgeschichten ausrichten zu müssen. Insofern hier die Lenkrakete für so einen Masseneinsatz vielleicht gar nicht so schlecht. Bei den Tech-Slots, wie schon beim X-Wing vorgestellt, finde ich die Ferrosphärenfarbe für 6 Punkte nicht verkehrt. Nachdem ein feindliches Schiff dich als Ziel erfasst hat, falls du nicht im Bullseye-Feuerwinkel jenes Schiffs bist, erhält jenes Schiff einen Stressmarker. 6 Punkte, einigermaßen teuer, aber hier kann man dann überlegen, den kleinsten damit zu spielen oder irgendwie ein paar davon zu spielen, die das haben. Und der Gegner kann halt schon eigentlich vergessen, sinnvoll Zielerfassung zu nehmen. Und es gibt ein paar Schiffe, die wirklich sich sehr auf ihre Zielerfassungen verlassen wollen. Das andere ist Advanced Optics. Ich habe in einem der letzten Videos schon gesagt, beim TIE FO habe ich gesagt, ich finde das Advanced Optics persönlich nicht ganz so cool. Es hat Vorteile an bestimmten Stellen, definitiv. Und beim Arwing sehe ich halt auch, dass man es da gut einsetzen kann, denn man hat häufig auch mal einfach eine Leerseite. Also Advanced Optics kann man definitiv beim Arwing einigermaßen gut gebrauchen. Kann man überlegen, die 4 Punkte. Wie gesagt, ich würde es jetzt nicht spielen, wenn ich mit Lenkraketen spiele. Wenn ich aber sage, ich spiele jetzt nur so 1-2 Arwings und meine Begleitung ist jetzt auch relativ solide, dann kann man gut überlegen, die 4 Punkte da rein zu investieren. Kommen wir zu den namhaften und dann auch zu noch ein paar anderen Ausrüstungskarten, oder zumindest 2 Elite-Piloten, die ich rausgelegt habe. Wir haben erstmal Zari Bangle oder Bengel, wie auch immer, Flugschaupilotin, also das ist schon mal eine Frau, der Bengel. E-Step 3 und die Fähigkeit, du überspringst deinen Schritt Aktion durchführen, nicht nachdem du ein Manöver teilweise ausgeführt hast. Die Bengel kostet 35 Punkte. Und diese Fähigkeit ist erstmal ein sehr schöner Konter gegen das, was ich meistens mache. Also ich fliege dem Gegner den Weg und sage, haha, du stößt in mich rein, du hast keine Aktion, schade Pech. Zari sagt, habe ich trotzdem, danke fürs Bremsen meines Schiffes und jetzt mache ich eine Fassrolle zur Seite und kann dich trotzdem beschießen. Ist eine recht nette Sache, definitiv, ist eine schöne Fähigkeit, aber eine Fähigkeit, die mit herzlich wenig synergiert. Also jetzt kann man sagen, einschüchtern, weil Bump, aber man möchte ja aus dem Bump eigentlich auch wieder raus, weil man kann das hier nicht beschießen, solange man es berührt. Also einschüchtern doch nicht. Insofern ist eine Fähigkeit, kostet definitiv nicht zu viel. 1 Punkt mehr als den Elite-Pilot der grünen Staffel. Kann man dann dafür definitiv das Upgrade vornehmen für diese Fähigkeit, um einfach im Worst Case, dass man kollidiert, noch eine Aktion durchführen zu können. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen zu der Zari Bangle. Nächste ist Greer Sonnel. Ich finde die Namen hier der Arwing-Piloten großartig. Ihr werdet gleich noch merken, dass ich sie sehr großartig finde. Also Inistep 4, Greer Sonnel, ist dann der Kotan SC. Da müsst ihr jetzt Leute fragen, die sich mehr mit dem Fluff auskennen als ich. Gerade bei Rebellen und Widerstand ist mein Fluff-Kenntnis begrenzt auf. Das sind halt Terroristen. Inistep 4 hat er trotzdem, kostet 36 Punkte. Und nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du deinen Feuerwinkel rotieren. Das ist für mich so ein Schiff. Hey, wir haben eine coole Mechanik ins Spiel gebracht. Hier habt ihr einen Piloten, der mit dieser Mechanik synergiert. Das ist mir schon sehr häufig in der ersten Edition aufgefallen. Jetzt in der zweiten hat es noch nicht so richtig viele brandneue Schiffe gegeben. Aber beim YT für Scum zum Beispiel und beim Mining-Teil hat man dann auch so ähnliche Sachen, die damit arbeiten oder die halt irgendwie Synergien da in sich drin erzwungen haben. Und so auch Greer Sonnel sagt halt, okay, nach Manöver darf ich meinen Feuerwinkel drehen und kriege halt keinen Stress dafür. Ist eine schöne Sache, ist eine Aktion geschenkt. Frage ist, wie oft braucht man diesen Feuerwinkel drehen? Aber ich denke, wenn man es drauf anlegt, kann man den relativ häufig drehen. Also Greer Sonnel, ich finde die Fähigkeit gut. Inistep 4 ist auch eine solide Sache. 36 Punkte ist halt nicht zu teuer. Kriegt gerade mal 4 Punkte mehr als der Kleinste, kriegt dafür 3 Ini-Punkte dazu und eine Aktion geschenkt. Das macht nach meinen Augen einfach sehr viel Sinn, den einzusetzen. Jetzt kann man bei ihm auch überlegen, dadurch, dass er weniger Aktionen oder keine Aktion für seinen Feuerwinkel drehen aufwenden muss, kann er ja zum Beispiel dann
andere Späße betreiben. Zum Beispiel kann er Draufgänger nutzen. Draufgänger kostet 3 Punkte und erlaubt einem kleinen Schiff, das einen weißen Boost hat, diesen Boost als rot zu behandeln und dann stattdessen die 1-Ecke-Schablone zu benutzen. Das heißt, einen noch schärferen Boost zu machen. Also kann Grersonne eine zum Beispiel 2er-Ecke fliegen, seinen Feuerwinkel drehen und dann nochmal eine 1-Ecke boosten. Dadurch kriegt er Stress, sollte nächste Runde also tendenziell blau fliegen. Kann aber dadurch an Positionen kommen und mit seinem Feuerwinkel drehen entsprechend Schussfälle aufbauen, die anderen Schiffen nicht so gut möglich sind. Also gerade die Kombination aus, ich fliege in eine Ecke und dann in die andere Richtung die Ecke weg, schieße nach hinten, kann man sich sehr gut hinter Gegner bewegen, die so ein bisschen diagonal vor ihm standen. Er kann aber genauso gut das mit einem Bank und einem Boost herummachen und dann nach hinten feuern oder dann entsprechend, wenn es vorher nach hinten war, wieder nach vorne drehen. Er hat einige Möglichkeiten, in diversen Situationen doch überraschende Manöver zu fliegen. Das finde ich an dem eigentlich ganz interessant. Das wird im Wesentlichen durch seine Fähigkeit halt ermöglicht, dass die Fähigkeit nicht durch die Linked Action gemacht werden muss. Wenn man auf Draufgänger verzichtet, kann man trotzdem noch seine Schiffsfähigkeit nutzen, um zu sagen, ich fliege, drehe meinen Winkel, nehme Fokus und booste normal. Gibt dann auch einen Stress, aber ist auch eine sehr, sehr schöne Action Economy, wie man sagen würde. Draufgänger kann, kurzer Hinweis, nicht mit dieser Linked Action genutzt werden, denn bei Draufgänger steht, solange man eine weiße Boost-Aktion durchführt und bei der Linked Action steht extra dran, ist es eine rote Boost-Aktion. Also nein, Fokus zu Ecke-Boost ist nicht möglich. Zumindest nicht für Grersonne. Nächste ist Taliesin Lintra. Taliesin Lintra kostet 35 Punkte, ein Punkt weniger als Grersonne. Und hat die Fähigkeit, solange ein feindliches Schiff in deinem Bullseye-Feuerwinkel einen Angriff durchführt, darfst du eine Ladung ausgeben. Falls du das tust, wirft der Verteidiger einen zusätzlichen Würfel. Er hat eine Ladung pro Runde, also einfach eine Ladung, die sich jede Runde auflädt. Sein Untertitel ist tödliches Vorgehen. Und seine Fähigkeit gibt Verteidigung. Gut, passt jetzt nicht so ganz zusammen, aber meinetwegen. Die Fähigkeit ist an sich erstmal ziemlich gut, finde ich, denn das kann die andere Staffel unterstützen, zum Beispiel einen Podemeron auf 3-Wendigkeit hochheben oder irgendeinen anderen X-Wing, kann halt andere A-Wings in der Defensive pushen, kann sich selbst sogar in der Defensive verbessern, zwar nur einmal pro Runde, aber immerhin. Er muss dazu einen Gegner in seinem Bullseye-Feuerwinkel haben, das heißt, Jagdinstinkt ist definitiv eine sehr gute Karte für ihn, sowie auch Protonenraketen, denn er möchte ja sowieso den Gegner im Bullseye-Feuerwinkel haben, also warum nicht gleich alles darauf ansetzen. Was mich interessieren würde, ist, warum kostet er nur 35 Punkte, Grersonne jedoch 36 Punkte. Also warum ist er mit Inistep höher, billiger als Grersonne? Also wird diese geschenkte Aktion von Grersonne so hoch bewertet? Oder wird bei Taliesin Lintra gesagt, diese Fähigkeit ist so schwer zu erreichen mit dem Bullseye-Feuerwinkel, dass man sie kaum kriegt und deshalb ist sie gar nicht so teuer, also kann man ihn billiger machen? Die tatsächliche Entscheidung würde mich auch wirklich interessieren, was die Designer sich da gedacht haben. In meinen Augen finde ich das einfach nur tatsächlich ein Gewinn für den Widerstand, denn auf einmal haben sie mit 35 Punkten einen Inistep 5 Flanker mit einer tatsächlich gar nicht so schlechten Fähigkeit. Ja, ein Verteidigungswürfel ist nicht so gut wie ein Angriffswürfel etc. etc., aber es ist ein geschenkter Verteidigungswürfel und sollte Taliesin Lintra dann irgendwann in ein Late Game 101 verfallen, weil die restlichen Staffeln einfach zerstört wurden und der Gegner hat einen kleinen Rini-Wert, kann man da richtig viel rausholen, weil er auf eine 4er Wendigkeit hochkommt. Insofern, ich finde es eigentlich eine gute Fähigkeit und dadurch, dass er noch billiger ist als der kleinere, der Grersonne, ja, ich denke, den kann man dann schon recht häufig einsetzen. Immer berücksichtigen, ich möchte es jetzt nochmal einmal sagen, die A-Wings haben nur einen 2er Angriff. Sie sind jetzt nicht die Schadenskanonen vor dem Herrn, aber sie sind halt wie so Stechmücken. Sie nerven ohne Ende und wenn du Pech hast, gehst du an einem schlechten Stich dann doch mal zugrunde. Also, zweischneidiges Schwert, aber ich finde sie cool und sie sind halt auch einfach mal spottenbillig mit unter 40 Punkten. Dann noch ein bisschen Ausrüstung rein, gerade bei ihm kann man Lenkraketen einsetzen, Jagdinstinkt einsetzen mit 40 und den letzten Elite-Slot auch noch irgendwie auffüllen für knapp über 40 Punkte. Und man hat ein wirklich sehr solides Schiff. Letzte ist Lulo Lampa. Inistep 5.
auch wieder. Also kein Ini-6er, Poe Dameron muss reichen, beziehungsweise auch Han Solo auf Seiten der Resistance. Lulo Lampa kostet 38 Punkte und hat meiner Meinung nach die geilste Fähigkeit hier bei den AOX. Und zwar, solange du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, falls du gestresst bist, musst, fett gedruckt, drei Ausrufezeichen kann man sich noch vorstellen, musst du einen Verteidigungswürfel weniger oder einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Und so machen wir aus einem Zweierangriff, ne, A-Wing, einen Dreierangriff, A-Wing. Also wirklich einen starken Flanker. Ja, Wendigkeit geht runter auf 2. Aber wenn er nicht beschossen werden kann, weil der Gegner ihn nicht sieht, ist das egal. Und wenn doch, ja, halt 4 Lebenspunkte, ein Schuss hält er schon aus. Und zur Not kann man ja in den einen von den 2 Elite-Slots in Heroisch packen. Und in den anderen zum Beispiel ausmanövrieren. 6 Punkte. Ich halte es immer für einigermaßen teuer, aber es ist eine gute Karte für solche Flanker. Und hier muss ich wirklich sagen, Lulo Lampa ausmanövrieren ist eine Empfehlung. Lulo Lampa möchte nämlich definitiv immer dem Gegner, dem gegnerischen Feuerwinkel ausweichen mit Kombination aller Fassrolle plus Boost. Diese Link-Option ist ja da. Feuerwinkel einfach nach vorne lassen, denn ausmanövrieren funktioniert auch nur nach vorne. Und dann kann man entsprechend mit Jagdinstinkten im zweiten Elite-Slot noch ein bisschen die Offensive pushen. Gegebenenfalls als Tech-Slot Advanced Optics nutzen, wenn man möchte. Aber da würde ich dann eher sagen, nee, lieber nicht, sondern lieber Ferrosphärenfarbe. Dann wird das Ganze zwar schon einigermaßen teuer mit Ausmanövrieren. Ferrosphärenfarbe sind 12 Punkte, Jagdinstinkte 14 Punkte. Plus Lulo Lampa selber 38, sind wir bei 52 Punkten. Und das bedeutet, schon ein Viertel der Liste ist weg. Aber wir haben eine ziemlich gute Bedrohung auf der Flanke mit Stresskontrolle, falls der Gegner in irgendeiner Form auf Zielerfassung setzt. Und das bedeutet, wenn er diese Zielerfassung unbedingt braucht, weil er ein TIE Advanced ist oder weil er Feuerkontrollsysteme einsetzt oder aber einfach, weil er Raketen und Torpedos einsetzt, dann muss er Stress hinnehmen. Und Stress bedeutet, er sollte tendenziell blau fliegen oder hat keine Aktionen. Und das bedeutet, er ist berechenbarer, was wiederum bedeutet, dass Lulo Lampa leichter in die Flanke kommt. Also, Lulo Lampa, eine gute Fähigkeit und deshalb auch da den kleinen Punktesprung auf 38 Punkte gerechtfertigt. Alles, was irgendwie mit einem Zusatz an Angriffswürfeln zu tun hat, ist erstmal per se gut. Und mit dem Ini-Step von 5 dazu noch und der Möglichkeit mit dem Manöverrad und Boost und Fassrolle wirklich Shenanigans zu betreiben, ist es ein, finde ich, sehr starker oder eine sehr starke Pilotin. Strahlender Mentor wird ein Typ sein, also ein starker Pilot. Ja, definitiv zu empfehlen, weil hier kriegen wir einen 3er Angriff raus. Bei den anderen 2er Angriff immer so ein bisschen abwägen, nicht zu teuer machen, denn es kommt halt nicht allzu viel bei rum. So ein Phantom sagt sich, 2er Angriff ist mir egal, oder so ein Soontier-Fell oder Fenrau oder was auch immer, lachen sich da wirklich ein bisschen schlapp. Aber da kann man mit anderen Tricks sich helfen, etwa mit Lenkraketen oder mit Protonenraketen, da doch mal zwischendurch einen ordentlichen Punch machen. Bei Protonenraketen immer, es ist einmal im Spiel, also auch da, der Schuss sollte sitzen und man kann den einen Schuss auch gut verwürfeln, also die Punktkosten auch wirklich mit Bedacht ausgeben. Ja, dann habe ich jetzt schon alle vorgestellt. Gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr noch auf Flugweise ein. Ich habe schon gesagt, Flanker. Und da bleibe ich auch bei. Ich würde den A-Wing nur seltenst als Frontalanflugsschiff Jousting sehen. Definitiv lieber 1 bis 2 A-Wings in die Liste packen, Rest mit X-Wing auffüllen, irgendwas Solidem oder meinetwegen auch einen YT. Das auf den Gegner zufliegen lassen, in den Gegner rein, im Fall des YTs vielleicht auch dann zur Seite so ein bisschen schießen, den Gegner Aktionen und Schüsse vielleicht dadurch verweigern. Aber der A-Wing eignet sich besonders gut, dann von den Seiten zu kommen, wenn der Gegner abgelenkt ist, von der Seite immer wieder Schaden zu pieksen und aus dieser Seite auch nicht mehr rauszugehen. Und wenn der Gegner sich dann doch mal umdreht auf einen A-Wing, kann man mit einem sehr schnellen Manöver wie 5 Grad aus oder 3er Bank oder 3er Ecke zur Not vor dem Gegner wegfliegen, noch einen Boost machen oder einen Fokus machen und den Feuerwinkel nach hinten drehen und weiterschießen und das Ganze halt vorzugsweise ohne selbst beschossen zu werden. Insofern, ich finde den für den Widerstand eigentlich, es ist ein interessantes Schiff, es ist ein cooles Schiff, es ist kein extrem starkes Schiff, aber es macht Spaß zu fliegen. Insofern, das ist meine Einschätzung zum Widerstands-A-Wing
RZ2 A-Flügler, wie man im Deutschen ihn jetzt ja nennen sollte, quasi, zumindest steht es darauf. Was die Namen der Piloten betrifft, ja, erstmal ganz erheiternd dazwischendurch. Auch die X-Wing-Piloten habe ich mich schon köstlich amüsiert. Insofern hat der Widerstand doch gut was zu lachen zu bieten. Und was haltet ihr vom A-Wing, also vom brandneuen Schiff für den Widerstand der quasi neuen Fraktion der zweiten Edition? Und was würdet ihr ausrüsten, was würdet ihr vielleicht nicht ausrüsten? Eure Meinung ist gefragt. Kommentare, Fragen, Anmerkungen gerne unten in den Kommentarbereich oder auf unserem Discord-Server. Ihr kennt das Spiel. Insofern sage ich euch einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.